Ja, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück hier bei Battlefield 4 in der Kampagnenmodus. Oh mein Gott, und der Panzer setzt uns ganz schön zu hier. Oh mein Gott, irgendwo war da noch was gewesen, glaube ich, oder? War da nichts mehr gewesen? Ich hätte mal echt... Wow! Das ist jetzt ganz schön uncool. So, jetzt probiere ich das mal hier. Die einzigste Variante, die wir kriegen können, und... Zack, Fahrzeug zerstört, mehrfach killt. Jawohl, so muss das nämlich sein, habe ich mal gehört. Alles klar. Okay, wir brauchen am besten mal einen neuen Panzer oder irgendein neues Fahrzeug. Das wäre mal ziemlich geil. Und Munition und so können wir da vorne auffüllen. Was ja auch nicht so ganz verkehrt ist. Hier ist erstmal Munition. Die M4. Sehr geil. Nee, ich bleib erstmal bei den... Ah, vielleicht könnte ich mal hier. Ich weiß nicht. Scharfschützengewehr nehme ich mal doch mit. Aber die hat Semi-Automatik. Das nervt übelst. Ja, Zylinderverschluss, genau. Ach, ich nehme die SO-12, egal jetzt. Und hier nochmal schnell nachladen. Und da könnten wir statt dem Teil, könnten wir doch mal hier die Small nehmen. So. Und immer noch Richtung Flugfeld sind wir unterwegs. Das hat sich noch nicht geändert, das Angriffsziel seit der letzten Folge. Wer greift mich denn hier an, sag mal? Schießen die auf mich oder was? Sind die verrückt? Was ist denn hier los? Oh, da ist ein Panzer. Das ist los. Wuh! Böser Panzer. Lauter böse Menschen und böse Panzer. Das war voll daneben gewesen, das Ding. Sehr geil. Oje, ich glaube, die hat nicht genug Power, um den Panzer zu zerlegen hier. Ach du Heiliger. Jetzt habe ich das Ding wieder nicht getroffen. Das ist doch nicht normal. Baum gefällt. Na super. Und der Panzer hat nicht so die Anstalten, als wollte er jetzt hier kaputt gehen. Und schon wieder daneben. Ach du Heilige. So, irgendwie müssen wir da jetzt mal vorbei... Wow. Irgendwie muss ich da jetzt mal vorbeikommen. Ich habe jetzt C4. Hä? Wo ist denn das eigentlich, sag mal? Ach, da hinten. Ruhig bleiben. Boah, keine Chance hier bei dem Gegenwind, den ich hier erhalte. Erster. Komm schon, komm schon. Was ist denn da? Komm jetzt. Oh, du Sau. Jetzt verreck doch, Junge. Ey, der geht mir... Was geht der mir auf? Senkel der Kerl. Jetzt wird... Jawohl. Jetzt, ey, das geht mir hier brutal auf den Sack. Und der Panzer meint auch noch mitspielen zu müssen. Das ist jetzt nicht irgendwie taktisch klüger gewesen, habe ich das Gefühl. Und jetzt kommt der Panzer auch noch hier runter, oder was? Sprint, Sprint, Sprint. Und weg hier, weg hier. Jawohl, so, der Panzer ist erstmal weg. Und unsere Teammitglieder haben auch keine Angst mehr. Was ist denn mit denen? Die wollen alle heute nicht sterben, habe ich das Gefühl. Nee, die haben heute alle echt keine Anbandelung zu sterben. Was mit ihm? Voll ins Bein. Lauft, ihr Hunde, lauft. Ihr habt keine Chance. Jetzt, aber komm. So, Jungs, greift den mal an. Mach den jetzt mal da oben platt. Ich hab da jetzt keine Lust mehr auf den da. Er rennt ja weg, die Sau. Was ist Sturm? Wo rennt der denn hin? Sag mal. Leute, könnt kommen. Wow. Echt, danke für die Information, dass hier Feinde auf der Treppe sind. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Stirb! Mein Gott, immer diese... Die haben echt alle immer das Bedürfnis, das, was sowieso total Offensichtliche noch zu sagen. Ja, wir müssen es vor, sonst ist die Mission gescheitert. Auf der anderen Seite des Gebäudes müsste eine Brücke sein.
Von da oben können wir mehr erkennen. Ich hier einfach mitten in die Feinde reinspringen. Eiskalt, da kennt er nichts der Jens hier. Und ich habe keine UI mehr. Das gefällt mir immer. Achso. Hier kann man gerade ein bisschen Luki-Luki machen. Schön. Schön sieht's aus. Bisschen wellig, aber in Ordnung. Und jetzt? Leute. Ich friere mir den Arsch. Da ist die Brücke. Wir sind nur noch zu viert. Wir sollten los. Das ist aber nirgendwo weg. Das ist doch totale Scheiße. Wir brauchen einen besseren Plan. Die Wolken brechen auf. Der Sturm legt sich. Wir müssen uns beeilen. Das gefällt mir nicht. Bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine Armee? Immer. Wir haben die Mission ausführlich mit Garrison besprochen, okay? Er war sich des Risikos bewusst. Nein, du hast das besprochen. Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich habe kein Problem mit Frauen, aber ich habe eins mit Lügnern. Jetzt hört auf! Wir haben eine Mission zu erledigen. Denkt an die Leute auf der Valkyrie, die ihr gerettet habt. Sie verlassen sich auf uns. Ja, Irish, du musst dich echt ein bisschen einkriegen, ey. Die Frau verheimlicht uns was, das ist allen bewusst, aber es muss weitergehen. Hilf mir mal, Wrecker. Es muss einfach weitergehen. Ich traue ihr nicht. Sie verbirgt was. Behalt sie im Auge. Ja, man, ich behalte sie im Auge auf jeden Fall. Und wenn die einen Fehler macht, auch dann kriegt sie einen Headshot. Auf geht's, Leute. Ja, das ist wahrscheinlich hier die beste. Boah, hier geht ja gerade. Na doch, geht noch. What? Was ist Sturm? Hey Litzke, was ist Sturm hier? Ist das normal? Sind die das gewohnt hier, die Leute? Ja, habe ich die gerade gemarkt und dann gibt's hier schon auf. Aufs Fressbrett gibt's hier schon. Boah, komm her. Jetzt, wer will raus? Wer will raus? Komm, du raus. Ich. Da wollte er eine Granate schmeißen. Eigentlich müsste er ihn jetzt bumm machen, aber macht's leider nicht. Schade. Oh oh. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ach, ich liebe diese Headshots. Was haben die eigentlich als mit ihren Granaten, aber alles zusammen hier. Komm raus. Komm raus, komm raus. Wo immer du bist. Genauso. Ja, wir müssen weiter auf jeden Fall. Oi, yo, oi, yo, yo. Mann, das ist heute ganz schön windig, ey. Leider habe ich meinen Lenkdrachen daheim vergessen, sonst wäre es irgendwie ziemlich geil. Und die patrouillieren hier wirklich noch auf der... Wow. Lasst mich zurück. Ja, und jetzt hier noch hier den Larry machen, oder was? Ich hab keinen getroffen. Okay, zurück zum Wagen. Pack, schlag das Fenster ein. Herr, überprüf die Handbremse. Auf drei. Eins, zwei, drei. Lasst mich doch zurück. Die Mission ist wichtiger. Ach du Scheiße. Das wäre fast mein Kopf gewesen. Wir müssen von dieser Brücke. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Hier bleibt keiner zurück. Das ist doch nur ein bisschen Auto, Mann. Ich habe schon größere geschoben. Ja. Das ist voll kontraproduktiv. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Ich bin frei. Ich bin zwar Wasser, aber ich bin frei. Wieso fährt denn das Boot da einfach auf die Brücke? Sind die denn alle hier verrückt? Ah, meine Pistole. Ich brauche meine Pistole. Yo. Haben die hier auch eine Fisch-KI? Ich glaube, hier schwimmen keine Fische mehr rum. Blub, 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 blub. Alter, ey. Krass. Da wollten die mich echt noch retten. Komm schon, Wrecker.
Wo ist ein Henner? 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 Ach, da hinten. Zwei Gegner. Aus der Kanalisation? Hör zu, wir sind direkt unter dem Flugfeld. Das ist unser Weg rein. Ja, das machen wir jetzt ganz schlau hier, Leute. Das machen wir jetzt ganz schlau. Achtung! Bam! Ganz schlau, hab ich doch gesagt. Keinen habe ich hier enttäuscht, weil ich gesagt habe, dass es so laufen wird. Nehmen wir erstmal die wieder mit. Das war, fand ich gar nicht so schlecht. Ah, okay, alles wieder dabei. Am Start und ab geht er. Kommt rein, hier ist nicht so windig. Hier ist angenehm. Pack, sehr gut, guter Mann. Ich bin froh, dass ich Untertitel habe, sonst versteht man hier nur die Hälfte, weil... Klar. Der hat doch alles. Guck dir mal an, wie vollbeladen der Kerl ist. Ich geh mal hier rüber. Was jetzt? Wir müssen nach oben, um die Koordinaten zu bestätigen. Nein, nein, wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue. Okay, Koordinaten bestätigen, Signalpistole abfeuern und verschwinden. Schaffen wir. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Drei. Ich bin Wrecker schon ewig. Wie dann? Nee. Ich bin seit etwa einem Jahr dabei. Was ist mit dann? Oh, Alter. Den hat das Meer geholt. Ich. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ja, dann ist leider nicht mehr da unter uns. Leute, kommt, wir haben keine Zeit hier. Psst, okay, alles klar. Okay, okay, okay. Waffenlager-Wrecker. Ja, und ihr wollt nichts austauschen, oder was? Bin ich immer nur der einzige Trottel, der hier alles machen muss? Erreiche das Zielgebiet. Was sind denn das eigentlich immer für Geld? Ach, Sprengstoff ist es. Aha, aha. Einsatzziel, Verbündete, Feind, Gadget. Wie viel Sprengstoff hier rumliegt? Was ist das? Ach, das sind die roten. Ach, das sind die Fässer, wie immer. Bestätigt! Ey, die können gar nichts. Die können... Einen! Was ist da los? Was ist da los? Nein, böse. Wo ist er denn hin? Da. Ihr rennt, wie eine Maus. Kommt hier runter. Wie ein Slalom läuft. Respekte, scheiße. Beste Stellung ever hier. Da war doch noch irgendwo einer gewesen. Wo ist denn der hin? Ah, der ist schon da noch. Okay. Okay. Na dann gehe ich mal hier hoch und check mal die Lage. Was mit ihm? Ja. Wir sind in der Nähe eines Haupthangars, oder? Ja, auf. Jetzt gib doch mal Gas. Ich bin doch schon längst wieder hier. Da, meine ich. Ist da irgendwas? Oh, der Typ ist aber auch echt eine Mimose. Mein Recht hat er ja, aber ich stelle mich mal irgendwo hin, wo ich nicht in Bredouille hier gerate. Jawohl, der Irish hier. Irish Coffee. Habe ich jetzt Bock drauf, obwohl ich sowas ja eigentlich nicht trinke, aber egal. Was man hat, hat man, sage ich immer. Was geht denn hier ab? Erstmal hier, genau. Erstmal ein bisschen markieren, die Leute. Sind ja auch nicht nur drei oder vier. Nein, nein. Ich frag mich, wenn ich den da drüben jetzt erschieße. Natürlich werden alle geweckt. Wieso explodiert das Scheiß nicht? Jawohl, jetzt ist doch mal Party-Time hier. Oh oh.
Ha, hier gleich mal neue Munition holen, ist immer gut. Ist auch interessant, dass die eigentlich fast generell nur auf mich jetzt hier als Hauptcharakter schießen. Und die anderen werden nur ein bisschen ignoriert. Granate fliegt! Mal gucken, ob das Ding geht. Nee, das ist nicht so weit, schade. Guck mal, da unten, die haben Spaß. Oh, wow, sie haben mal was gemacht. Ich bin ja begeistert. Hört ihr meine Begeisterung? Wie begeistert ich bin von meinem Squad, dass sie so gut sind. Wo sind denn noch mehr? Ach, da unten. Freunde! Greift die mal an. Die haben es verdient. Ihr sollt die töten und nicht Deckung halten, ey. Ja, so kommen die nie raus. Naja, komm, ich geh mal da runter. Da rennt doch einer hier. Ein Tango. Warte, ein Tango. Quack ist er. Ja, ich bin immer ein bisschen sehr verschwenderisch mit meiner... Wow, wow, da ist ja noch einer. Sehr verschwenderisch mit meiner Munition, aber das ist halt... Ja, weiß nicht warum. Weil ich kann. Mist, ey, die scheiß Treppe hier. Nur die Treppe ist schuld. Ich weiß es genau. Na, der rennt. Der, oh, 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 oh. Niemand macht uns fertig. Wenn hier jemand fertig gemacht wird, dann die. Wow. Freund. Oh, wow, da ist ein Sniper. So ein verfickter Sniper. Haben gesehen. Mein Freund, nicht mit mir. Heute nicht und morgen auch nicht. Da oben ist ja noch einer. So ein heftiger hier. Jetzt ist aber mal Ruhe. Mehr Freunde zum Spielen. Da, mehr Freunde. Viel mehr Freunde. War das? Nein, das war kein Kill. Jetzt. Hilfe, das sind ja voll viele. Und mit Bande. Wird das was? Wird das was? Wird das was? Nee, schade. Oh oh. Ich riskier's. Einmal rum, um den Pott und ja, voll in den Rücken geschossen. Das ist immer gut. Das ja, machen wir doch mal hier eine kleine Fahrtrunde. F2, irgendwas? Irgendwas anderes? Wo kann ich noch hin? Jungs, na, dann steige ich doch mal aus. Partytime! Das ist nicht gut gewesen. Boah, was ist mit ihm? Wow. Henna! Komm mal her jetzt! Komm doch mal ran da. Mach das Tor auf, Wrecker. Alles klar, wir machen mal das Tor auf. Und das machen wir aber, ihr wisst ja wie, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und was jetzt uns auf dem Flugfeld erwartet und ob wir es schaffen, da die Koordinaten durchzugeben. Das ist ja aktuell erreichen das Zielgebiet. Das müssen wir noch schaffen. Den Hangar verlassen, das machen wir als nächstes. Und da müssen wir den Flugplatz markieren, um den Raketenangriff der Valkyrie zu sichern, beziehungsweise dass sie ihn ausführen kann. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so klappt, so reibungslos, ohne mal zu sterben. Das wäre ganz interessant. Aber schon ziemlich geil, was hier gerade in dem Hangar abgegangen ist. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Internet ist der Gaming Bros. Tschüss.